Epic Games, ich küsse euren Lidschatten für diesen Skin, Habibi. Und wisst ihr warum? Gebt euch mal den Namen von diesem Skin. Er heißt einfach auf Englisch Maverick. Und Maverick ist der Grund, weshalb ich mich Kidmave genannt habe. Deswegen, Chakusa, das ist einfach mein Skin. Vor allem habe ich in jedem Video, bevor dieser Skin rausgekommen ist, einfach genau denselben Skin benutzt, nur halt ohne diese Kleidung, sondern als Fußball-Edition. Und das jetzt so einen rausbringen, mit Lederjacke, bam, bam, bam. Und dann heißt er sogar noch Maverick. Jungs, das ist Schicksal. Aber jetzt mal ehrlich, gebt euch mal diese Kobra auf dem Rücken. Chakusel. Nehmt euch ein paar Sekunden Zeit, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpassen könnt, Leute. Und dann werdet Teil von Mave Squad bzw. von der Mave Gang. Ich muss mich noch entscheiden. Chillt. Boah, Jungs, es ist echt so scheiße warm hier drin. Aber egal, ich würde immer mal sagen, wir fangen einfach mal an mit den Aufgaben für Woche 5. Denn Woche 4 kam ja jetzt vor 2-3 Tagen wieder raus. Und Leute, ihr kennt's ja, ich liege ja immer die nächste Woche. Sprich, heute ist der Samstag und ich zeige euch einfach auf easy, welche Aufgaben bald rauskommen. Also nächsten Donnerstag ungefähr. Aber vorher müssen wir kurz Tilted clearen. So, den haben wir. Und ich würde sagen, weil wir jetzt schon den ersten Kill haben, mach ich einfach mal die allererste Battle Pass Aufgabe, beziehungsweise, nee, die allererste Free Pass Aufgabe. Und danach machen wir halt die 4 Battle Pass Aufgaben. Und die erste Free Pass Aufgabe lautet einfach nur, ihr müsst 300 Schaden machen mit Granaten, sprich mit Stinkgranaten, Haftgranaten oder normalen Granaten oder so. Ist eigentlich scheißegal, Hauptsache nur 300 Schaden, was ungefähr 3 Kills entspricht. Also eigentlich fast dieselbe Aufgabe wie das letzte Mal schon. So, das war's dann auch schon mit Fortnite für heute, Leute. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr, eine Runde zu zocken oder so. Deswegen habt ihr jetzt irgend so ein Gameplay mit gehabt oder sowas. Auf jeden Fall, Leute, die zweite Freepass-Aufgabe, die habe ich sogar schon mal angekündigt, als damals diese Basketball-Aufgabe rauskam. Und da meinte ich, es wird auf jeden Fall irgendwas mit dem Volleyball kommen und irgendwas mit dem Golfball. Und es ist jetzt passiert, Leute. In Woche 5 gibt's eine Aufgabe, wo ihr 5 verschiedene Hole-in-Ones schlagen müsst, glaube ich. Ich glaube, das heißt schlagen. Und das aus verschiedenen Positionen. Ich habe die Aufgabe noch nicht ganz gecheckt, aber ihr werdet ja sowieso das Lösungsvideo von mir am Donnerstag sehen. Deswegen, ja, eigentlich easy. Wobei die dritte Freepass-Aufgabe sogar noch einfacher ist. Und zwar müsst ihr da einfach nur 3 Risse betreten. Und ich meine, das ist so easy. Fliegt einmal zu Paradise oder zum Wikingerdorf und ihr habt da 1000 Risse. Einfach reinspringen. Vielleicht könnt ihr sogar 3-mal in denselben Riss springen. Und dann habt ihr das eigentlich schon. Kommen wir jetzt aber endlich zu der 4 Battle Pass Aufgabe. Da ist die erste wieder so eine Kistenaufgabe, die ich einfach übertrieben hasse. Vor allem irgendwo im Arsch der Welt, wo niemand landen würde. Und zwar müsst ihr 7 Kisten in Junk Junction suchen. Und ich check nie, warum die diese Aufgaben machen. Keiner will Kisten suchen, keiner will zu Junk Junction und kein juckt diese Aufgabe eigentlich, wenn man keine Punkte dafür kriegen würde. Aber egal, das ist auf jeden Fall die Aufgabe. Die nächste Aufgabe heißt Folge der Schatzkarte in Greasy Grove und wenn ich die Karte finde, dann kann ich sie jetzt hier einblenden. Wenn nicht, dann muss ich wahrscheinlich erst am Mittwoch machen, beziehungsweise am Donnerstag, wenn ich halt die Lösung dazu mache. Aber ja, wenn ich irgendwas finde, dann habt ihr es jetzt gesehen. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, blende ich euch jetzt hier ein Bild von der Kartoffel ein oder sowas. Die dritte Aufgabe ist eigentlich auch extrem easy. Vor allem ist es fast dieselbe Aufgabe wie die Aufgabe danach. Und zwar müsst ihr einfach nur 3 Gegner killen und die Aufgabe danach ist, erledige 3 Gegner in Shifty Chefs. Deswegen geht einfach zur Shifty, macht da 3 Kills und ihr habt direkt 2 Aufgaben gemacht. Und dann war es eigentlich auch schon. Die Woche 5 sollte jetzt nicht so schwer sein. Es kommen auf jeden Fall wieder Lösungen von mir, ihr kennt's, Leute. Und morgen am Sonntag kommen wieder Ladebilder nachstellen. Deswegen, Leute, seid gespannt. Folge Nummer 5 ist es, glaube ich, mittlerweile schon. Oder nee, Folge Nummer 4. Das ist schon krass, wie viele Folgen ich mittlerweile davon schon machen kann. Aber das ist alles natürlich nur wegen eurem Support, Leute. Deswegen Sonntag 14 Uhr. Checkt's auf jeden Fall ab, wird eine frische Folge Ladebilder nachstellen kommen. Und ansonsten sowieso fast jeden Tag kommt ein Video auf meinem Kanal. Aber egal, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Ist jetzt so ein kurzes Video gewesen, weil ich gerade keine Zeit habe. Ich bin gerade erst aufgewacht, habe jetzt nicht wirklich so Lust zu kommentieren und währenddessen zu spielen. Deswegen einfach nur auf chilligen Commentary, wo ich alles erkläre, wo ich euch jede einzelne Aufgabe zeige. Für die Leute, die es halt interessiert, für alle anderen, die wieder Unterhaltung wollen oder so, checkt einfach morgen um 14 Uhr meinen Kanal ab. Ich habe es, glaube ich, schon 1000 Mal gesagt. Deswegen, ja, haut rein und macht's gut. Peace.